So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ja, wir haben 0 Seelen. Also ist das Einzige, was wir zu tun haben, zurück ins Loch zu reisen. Wie das klingt. Also zurück in den Gatter, in den Gatter. Und dieses Mal hoffentlich nicht ständig abstürzen. So, Fackel anzünden. Wie immer. Vorsicht vor dem Loch. Und dann schalten wir erstmal die Jungs aus, die hier kommen. Den Fackelträger noch. Vielleicht droppt er eine Fackel für uns. Tut er auch, nur leider glitscht die ins Unendliche und verschwindet. So haben wir das doch gerne, oder? So, du wieder weg. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir lang müssten. Du weg. Ja, genau hier runter. Weil wir müssen einfach darüber und unseren Seelenhaufen wieder einsammeln. So. Und jetzt muss ich gucken, wo wir lang müssen. Zum Hund. Wow. Wow. Der ist garstig. Ja. Der war aber schon immer garstig. So. Dann kletter ich mal kurz hier hoch. Ja, ich bin vergiftet, das weiß ich. Und versuch's mal mit ein bisschen mehr Übersicht. So, erstmal du weg. Da drüben waren wir bereits. Da unten ist nur das. Ha, jetzt muss ich überlegen. Au, wo wir uns angiften lassen müssen. So eine Fackel. Komm. Jetzt kommen sie aber alle aus ihren Löchern gekrochen. Fackel. Und giftiges Wurfmesser, auch gut. Und dann muss ich noch mal hier runter. Ah, ich versuch's noch mal hier runter. Das hier war alles egal. Hier muss ich rein. Die zwei ausschalten. Und erstmal hier hochklettern. So. Das ist ein weiter Weg hoch und ein tiefer Fall runter. Ah, auch nicht. Ich weiß, dass hier noch irgendwo was war. Hier bin ich nur rübergerutscht, also zurück. Da ging's weiter. Ich muss jetzt echt gerade ein bisschen überlegen, wo ich noch mal hin muss.
So, die mache ich mal kurz weg, dass die nicht stören. Ja, weil ich will da drüben hin eigentlich. Müsste ich von hier aus wahrscheinlich springen. Also. Jo. Genau, das Gebiet hier habe ich nämlich gesucht. Man merkt, es ist etwas schwierig zu finden. So, erstmal den loswerden, bevor der explodiert. Die andere... Oh, da ist ja noch so ein explodierender. So. Die anderen sind nämlich eher harmlos. Nur der Selbstmörder da ist nicht so schön. So, die Fackel haben wir angezündet. Das heißt, wir können jetzt hier hochklettern. Mal gucken, ob wir heil hochkommen. Ja, tun wir. Hier war mal eine Mimik, also im normalen Dark Souls 2. Versteckt sich da normalerweise eine Mimik. So, und hier ist mies. Die Truhe wird nämlich vor dem Ding, genau, bewacht. Und von dem hier. So, und genau dieses Phantom wollte ich triggern. Die Schlechterin nämlich. So, Ring des Seelenheils. Das Gute ist, sie kann nicht zu uns rüber. Das Schlechte ist, wir können nicht so leicht zu ihr rüber. Hier gibt es einen Zwischenboden. Ups. Und das war nicht gewollt. Ah, sie kommt doch zu uns rüber. Irgendwie. Ja, sie kommt hier hochgeklettert. Ich schnappe mir mal mein Schild. Denn sie macht nicht wenig Schaden. Aber wir können sie gut auf Distanz halten. So. Und Phantom verbannt. Schild wäre eigentlich unnötig, aber okay. So. Da wäre nämlich der Vorsprung gewesen, von wo aus sie gekommen ist. Sie ist nämlich einfach hier rüber gerannt. Gut. Ich möchte aber gerne noch in den Zwischenboden schnell reingucken. Genau, hier ist nämlich noch eine Truhe. Oh, ouch. Nicht so schön. Einmal kurz heilen. Nochmal kurz heilen. Ja. Bist du eine Mimik? Ja, bist du. Das ist gemein, auf engem Raum mit dir zu kämpfen. So, und der Loot fällt natürlich hier runter. Nicht ernsthaft, oder? Kommen wir daran? Na, so nicht.
Das hier ist echt ein bisschen blöd gemacht. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so einfach noch rankomme an den Loot. Okay, hier gäbe es ein Loch, aber ich komme nicht hoch. Ist halt die Frage, komme ich von irgendwo runter? So. Ah, da ist ein Loch. Boah. Ah ja, Finsterrüstung und eine Flügellanze mit Blitz. Genau, die war hier versteckt. Die Mimik stand übrigens früher mal in der Eisenfestung. Also die beiden Teile in sich trug, wie das klingt. Also die beiden Teile beschützt hat. Ja, so wären wir auch an eine Flügellanze gekommen, als sehr viel später. So. Stimmt, hier warst du. Und hier sind ein Haufen Hüllen mal wieder. Häftlinge. So. Gegenstand, giftiges Wurfmesser. Und gut, damit wäre der Part auch erledigt. Und wir können uns jetzt endlich auf den Weg machen in Richtung weiter. So, dazu muss ich erst mal kurz überlegen. Dann müssten wir erstmal dich loswerden. Du nervst nämlich nur. Genau, auf die Brücke da. Jetzt bin ich halt falsch. Oder? Nee, ich bin richtig. Ich muss nämlich da hoch. So, weg aus den Spuckern. Das war gekonnt ausgewichen. So, ich muss nämlich jetzt erstmal hier rüber. So, den ausschalten. Wow. Genau, hier war ja der hier. Den haben wir ja versucht, das letzte Mal von da unten irgendwo aus wegzuballern. Genau vor dem Leuchtkreis. Nur leider, als wir die Fackel ausgemacht haben, um den Bogen 2 nicht zu nehmen, haben wir ihn nicht mehr sehen können. So, okay. Fackeln anzünden. Oh. Hier sind die Jungs. Die Ameisenzecken. Die Viecher sind garstig. Nämlich wenn sie den Giftnebel versprühen, machen sie ordentlich viel Schaden. Na, jetzt habe ich auf dich vergessen. Vor lauter giftigen Ameisen. Können wir uns ja mal kurz angucken, wie unsere Ausrüstung jetzt aussieht. Ah, die sieht nicht schlecht aus. Nur der Speer hat was abgekriegt. Genau, komm, Ameise. Und stirb, Ameise. Also ja, das soll eine Art Ameise sein. Ich glaube, der ihr Sekret, was sie da verstreuen, ist auch das, was dann in den hässlichen Tonkrügen gesammelt wird. Ah, hast du mich jetzt gerade erschreckt? Schild des großen bösen Auges. Ja, die Gegenstände können wir nachher mal durchgehen. Wenn wir soweit sind. Hier will ich nicht runterjumpen, weil da kommen wir eigentlich in ein Gebiet, wo ich noch nicht hin will. Ich will nämlich eigentlich erstmal hier rüber. Oh ja, da sehen wir auch schon ein ganzes Erschießungskommando an.
Ja, genau. Triff mich einfach mal so. Und stirb. Das war jetzt ein Blutfleck. Den wollte ich eigentlich nicht unbedingt berühren.